Das Speiselokal ist ein Projekt, das Menschen dazu bringen will oder verführen will, sich saisonal und regional zu ernähren. Wir haben viele Bauern und Bäuerinnen besucht und mit denen Kontakt aufgenommen, sie gefragt, was sie uns verkaufen könnten in der Gegend, Biobäuerinnen, und haben dann ein Angebot zusammengestellt. Also was wir bei ihren Kräutern ja so schätzen, ist, dass wenig Stängel dabei sind, dass man eigentlich das wirklich nur mehr so zerreibt und man hat es ganz fein und wunderschön. Wir haben einen Webshop im Internet, wo dieses Angebot jede Woche neu hineingestellt wird, beziehungsweise kann man uns auch anrufen und kann uns mitteilen, was man gern will diese Woche. Da gibt es diese Bestellfrist dann von Freitag bis Dienstag. Und Dienstag schauen wir uns dann an, was ist bestellt worden, geben die Bestellungen an die Bäuerinnen weiter. Das wird am Freitag dann zu uns geliefert. Und dann kommen die Leute und holen sich ihre Dinge ab. So, hallo, hallo. Ich habe einfach bemerkt, was die Leute eint, die bei uns einkaufen, ist, dass sie bereits ein Feuer in sich haben für die Sache Ernährung und für die Sache Nachhaltigkeit und Umwelt. Ja. Das ist etwas Tolles. Und am Ende des Tages ist dann wieder alles leer und haben wir wieder ein leeres Geschäft und haben auch keinen Mist, der anfällt, weil das kommt von den Bäuerinnen und Bauern in größeren Gebinden und wird von den Leuten abgeholt in ihren eigenen Einkaufskörben. Und ja, das ist das Speiselokal.